Bei Attac Hannover geht es auch im Sommer weiter mit der kritischen Betrachtung unserer Welt. Im diesjährigen Sommerprogramm hatten wir uns 5 Themen vorgenommen, um unsere Kenntnisse darüber zu vertiefen. Alle stöhnen über die zunehmend marode Infrastruktur dieser Republik, für deren Funktionieren der Staat zuständig ist, ob auf Kommunal-, Länder- oder Bundesebene, ob Schulen, Bäder, Brücken, Straßen, also was zur Daseinsfürsorge gehört. Überall bröckelt es und teilweise ist gar die Sicherheit gefährdet. Und das in einem reichen Land. Keiner traut sich richtig, das für die notwendigen Investitionen nötige Geld in die Hand zu nehmen. Und meist mit dem Verweis auf die sogenannten Maastricht-Kriterien, die den Staaten der EU eine Beschränkung der Neuverschuldung auf maximal 3% auferlegt. Aber je länger man zuwartet, umso teurer werden die allemal notwendigen Reparaturen. Weil das Thema drängend ist, ist den Akteuren, unter anderem dem Finanzminister dieser Republik, Herrn Schäuble, ein kleiner Trick eingefallen. Eine Fernstraßengesellschaft, zu der Installierung eine Grundgesetzänderung nötig ist. Aber das ist es den beteiligten Herrschaften offensichtlich allemal wert. Denn die öffentlichen Hände müssen wegen der Schuldenbremse genannten Maastricht-Kriterien sparen. Sparen, wie die sogenannte Hausfrau. Könnten aber mit diesem Modell Fernstraßengesellschaft sogenannte Investoren oder in diesem Fall vielleicht richtiger Finanziers ins Boot holen, die geradezu darauf warten, das Kapital, über das sie verfügen, endlich profitabel anwenden zu können. Das ist für diese Kapitalanwender, die wir bei uns in überreicher Zahl und in Größenordnungen haben, die für Normalbürger kaum vorstellbar sind, unbedingte Voraussetzung. Es muss Profit dabei herausspringen und das können ihnen nur die öffentlichen Hände garantieren. Wenn man diese Kriterien sich durch den Kopf gehen lässt, kann einem schon der Gedanke kommen, ob die Verarmung bzw. das Knapphalten der öffentlichen Haushalte nicht Programm ist, um diesen Herrschaften über das große Geld die profitable Anwendung desselben zu ermöglichen. Zu diesem Thema haben wir den Referenten der Veranstaltung, Karl Wasmuth, befragt. Wie über eine Fernstraßengesellschaft die Autobahnprivatisierung betrieben wird. Das war das 4. Thema im Attac-Sommerprogramm Hannover. Und dazu hat Karl Wasmuth referiert und dazu Informationen gegeben. Es gibt, ausgehend wohl von Attac und einigen anderen Organisationen, inzwischen eine Kampagne, eine Organisation. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Ja, also es gibt eine Plattform gegen eine Fernstraßengesellschaft. Das ist noch ein relativ umständlicher Name, hinter dem aber steht, dieses Privatisierungsvorhaben zu verhindern. Diese Plattform gegen eine Fernstraßengesellschaft, keinefernstraßengesellschaft.de, besteht aus 8 Organisationen, die sich dazu zusammengefunden haben. Verdi und die Vereinigten Straßenwärter als Gewerkschaften, Naturfreunde Deutschlands, Robin Wood von den ökologischen Verbänden. Attac ist dort Mitglied, Gemeingut in Bürgerinnenhand ist dort Mitglied, die vertreten die privatisierungskritischen Aspekte. Und dann gibt es noch den Berliner Wassertisch, der Erfahrungen mit Privatisierung von Infrastruktur hat, und die Expertengruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn, die auch gegen die Privatisierung der Bahn aktiv waren. Und diese Plattform versucht jetzt dieses Vorhaben, Fernstraßengesellschaft, hinter dem eine Privatisierung der Autobahnen und vielleicht auch der Bundesstraßen steht, zu verhindern und in den politischen Raum zu bringen, zu sagen, das ist ein Problem, das kommt überhaupt, das ist nicht nur einfach eine Fernstraßengesellschaft, sondern das ist ein riesiges Vorhaben, das es zu verhindern gilt. Nun sind die Autobahnen, ähnlich wie beispielsweise die Bahn oder der öffentliche Verkehr beziehungsweise Wasser, du hast das Stichwort gesagt, Wasser und Energie, gehören eigentlich zur Daseinsvorsorge, die der Staat zu betreiben hat. Und das ist auch, wenn auch nicht so ganz konkret und genau, im Grundgesetz geregelt. Was ist da eigentlich geplant? Wieso bedarf es einer Privatisierung, um das Problem Autobahn bzw. Fernstraßen zu regeln?
Also die Argumentation, um das zu machen, ist ja nicht unsere Argumentation, sondern das ist die, die die Befürworter dafür einbringen. Und da gibt es tatsächlich diesen Widerspruch, das Spannungsfeld, Daseinsvorsorge. Und dazu muss man das Verkehrsnetz rechnen, auch die Autobahnen. Das müssen wir akzeptieren, auch wenn wir sozusagen ökologische Verkehrsträger lieber haben. Aber die Autobahnen bilden unser Verkehrsnetz, fließt 75% des Autoverkehrs drüber weg, solange die Alternativen nicht bestehen. Müssen wir das akzeptieren? Die sind Bestandteil der Daseinsvorsorge. Das sieht die Politik so, das sehen die Bürgerinnen und Bürger so. Und jetzt ist diese Daseinsvorsorge, hat eben Dienstleistungen, die sie aufrechterhalten und Infrastrukturen. Und hier in dem Fall geht es um die Infrastrukturen und diese Infrastrukturen verfallen. Das ist einfach ein Prozess, den die Politik verschuldet hat. Sie hat 15 Jahre lang nicht dort investiert. Deswegen geht das faktisch kaputt. Das sieht man, das ist auch wirklich spürbar. Brücken werden gesperrt. Auch im Bahnbereich natürlich, aber bei den Straßen ist es auch jetzt deutlich spürbar. Und hier müsste jetzt der Staat, der die Daseinsvorsorge aufrechterhält, das ist ja eine seiner vornehmsten Aufgaben, weswegen er überhaupt Steuern und Gebühren erhebt, Daseinsvorsorge bereitstellen, der müsste jetzt diese Investitionen, auch die nachholenden Investitionen, leisten. Und jetzt kommt das Interessante, Deutschland ist ja ein reiches Land, nach wie vor. Und wie kann jetzt ein so reiches Land wie Deutschland nicht mehr seine eigene Infrastruktur aufrechterhalten und die Investitionen nicht leisten, ist eine gute Frage. Da gibt es mehrere Antworten. Eine Antwort, die Antworten unterteilen sich nach den Gebietskörperschaften. Die Kommunen, spielen es bei der Autobahn keine Rolle, sind völlig verschuldet. Deswegen machen die ÖPP, öffentlich-private Partnerschaften. Das ist das gleiche Modell in klein. Die Länder und der Bund haben die Schuldenbremse. Die Länder haben eine ganz scharfe Schuldenbremse und der Bund hat auch eine ziemlich scharfe Schuldenbremse. Das heißt also, die Länder sind eigentlich reich, aber sie haben sich etwas auferlegt, nachdem sie keine Schulden machen dürfen. Und solche Privatisierungsmodelle führen ja nicht dazu, dass der Staat weniger zahlt, auch nicht weniger Steuern dafür aufwendet, sondern die führen nur dazu, dass riesige Schattenhaushalte gebildet werden, die diese Schuldenbremse umgehen. Und sie umgehen im Übrigen auch die europäischen Schuldenregeln, Maastricht-Kriterien heißen die dann, und Fiskalpakt. Das wird unterlaufen und dann kann man lustig investieren. Und lustig investieren heißt aber natürlich bei Privatisierung und privaten Investitionen in öffentlichen Infrastrukturen ganz viel Zinsen bezahlen. Zinsen und Zinseszinsen, die aus Steuermitteln bezahlt werden, weswegen in dieser Konsequenz diese Schuldenbremse im Letzten eine Investitionsbremse ist. Das ist absurd. Um zu investieren, wird die Schuldenbremse umgangen und damit erzeugt man einen Effekt, dass in der Summe weniger investiert werden kann, weil das meiste Geld für Zinsen an Privatinvestoren rausgegeben wird und nicht mehr in die Infrastruktur fließt. Ja, wenn jemand investiert, also einer, der Kapital hat, dann will er ja dafür, Tatsache, Zinsen ist ja das Stichwort dafür, will natürlich einen Ertrag haben dafür. Und die Zinsen werden in solchen öffentlich-privaten Partnerschaften, die dann ins Spiel kommen, werden ja dann garantiert, dass also der sogenannte Investor, das ist ja das Zauberwort dieses, ich möchte beinahe sagen, des Jahrhunderts, dass der auf alle Fälle garantiert bekommt, dass er so und so viel Zinsen erzielt daraus. Was er mit den Investitionen macht, ob er überhaupt investiert, ist ja die große Frage. Es gibt ja leider viele Negativbeispiele. Also der Investor als das Zauberwort des Jahrhunderts, das ist sehr interessant. Also der Privatinvestor in öffentlichen Infrastrukturen, sage ich mal provokativ, den gibt es nicht. Es gibt keine Privatleute, die in öffentliche Infrastrukturen investieren. Die leihen dem Staat Geld. Das ja. Sie investieren nicht. Der Staat investiert und bekommt dadurch eine volkswirtschaftliche Rendite, indem seine Wirtschaft wächst, wenn er das will, oder seine Volkswirtschaft konsistent bleibt, die Daseinsvorsorge gewährleistet bleibt. Das ist die Investition. Die Privaten bringen da Geld rein, aber überhaupt nicht, um das da drin zu lassen, um Gottes Willen. Die wollen das wiederhaben, und zwar komplett mit all den Zinsen, die sie darauf bekommen, und möglicherweise noch über weitere Transaktionskosten fließt da noch mehr ab. Das heißt also, Investoren ist in dieser Form eigentlich ein Blendbegriff. Es geht darum, dass der Staat sich das Geld auf eine andere Art und Weise leiht als über Staatsanleihen.
über eine Art und Weise, wo die Privaten mehr mitreden dürfen, mehr Geld auf die Zinsen bekommen, aber nicht mehr Risiko übernehmen. Wir sind immer noch in der Daseinsvorsorge. Der Staat trägt die Verantwortung, das aufrechtzuerhalten. Kein Privater kann dieses Risiko je tragen und wird es auch nicht. Wenn dem man das Geld ausgeht, dann ist er insolvent, dann streckt er die Hände hoch und der Staat muss das dann wieder betreiben. Bei solchen Projekten braucht diese Bank gar nicht zu haben, denn wie gesagt, es wird in aller Regel bei solchen Projekten ein entsprechender Profit garantiert und das momentan vorhandene Kapital in aller Welt sind ja Billionen, die durch die ganze Welt fließen und die immer nach Anwendung suchen. Von daher ist die Frage, wer ist eigentlich der Veranlasser davon? Der Staat, weil er zu wenig, in Anführungsstrichen, Knete mobilisieren darf? Oder der Anwender, der sagt, ich will mein Geld irgendwo angewendet wissen, dass es eben mehr Geld bringt? Das ist eine unheilige Allianz zwischen Privatinvestoren und Politik, die schlechten Anwälte unserer Steuergelder sind, die schlechten Treuhänder. Denn der Garantiezins, den garantiert ja praktisch die große Politik den Privatinvestoren aus unseren Steuergeldern, nicht aus ihrer privaten Tasche. Dieser Garantiezins, diese Verpflichtung gehen die ein, sozusagen gegen unsere Interessen. Ja, also wir haben festgestellt, hier auch in der Diskussion, dass es ja aller Wahrscheinlichkeit für die Bürger des Landes, die auch Steuerzahler sind, auf alle Fälle wohl teurer werden würde. Jetzt hat diese Plattform, die ihr gebildet habt, versucht ja eine Kampagne zu machen. Was wäre als nächste Schritte zu tun? Die nächsten Schritte für uns sind die. Diese Entscheidung über diese Bundesfernstraßengesellschaft und die Grundgesetzänderung, die damit verbunden ist, die ist eine Entscheidung, die zunächst den Ministerpräsidenten der Länder angetragen wird, von der Bundesregierung. Damit steht eigentlich das ganze Gesetzgebungsverfahren, das wir haben, auf dem Kopf. Denn normalerweise müsste erst das Parlament darüber abstimmen und dann der Bundesrat. Aber nein, die Ministerpräsidenten werden in informellen Kungelrunden seit einem Vierteljahr bedrängt, sie sollten dieser Sache zustimmen. Und da müssen wir auch ansetzen. Die Ministerpräsidenten sollen genau diesem Vorhaben nicht zustimmen. Die befinden sich in Verhandlungen mit dem Bund zum Bund-Länder-Finanzausgleich. Die bekommen vom Bund Geld geboten, ein unmoralisches Angebot. Und dafür sollen sie kleinen Schweinereien, die der Bund machen möchte, zustimmen. Das wird ihnen auch relativ leicht fallen. Aber nicht dann, wenn wir das als einen politischen Skandal identifizieren können. Und da setzen wir an, wir sagen, die Autobahnprivatisierung muss aus diesen Verhandlungen raus. Das hat ja nichts verloren, das ist eine Sache von riesigem Schaden, der entstehen wird. Keiner kann das quantifizieren von den Ländern, was das für sie bedeutet, was das für den Bund bedeutet. Raus aus den Verhandlungen und so werden wir die Ministerpräsidenten jetzt angehen und adressieren. Wir werden auch versuchen, dass Bürgerinnen und Bürger dem folgen. Vielleicht beginnt ja ein Ministerpräsident als erster, vielleicht ist ja Weil der Erste, der sagt, diese Autobahnprivatisierung will ich nicht und mache ich nicht. Die Plattform hat ja auch eine Informationsplattform. Kannst du vielleicht noch die Adresse dazu sagen? Ja, wir haben zwei, nicht nur eine. Die eine Adresse, auf der man sich eintragen kann, auch unterschreiben kann, heißt keine-fernstraßengesellschaft.de. Dort findet man alle Informationen über die Plattform. Und dann haben wir einen regelmäßig aktualisierten Blog, eine Internetseite bei gemeingut.org, wo wir über Details, Entwicklungen, Dokumente, die wir geliefert bekommen, informieren. Vielen Dank. Karl Wasmuth von der Plattform gegen die Fernstraßenprivatisierung. Danke fürs Gespräch.